So, da sind wir auch schon wieder am Start und schauen uns mal den Pfeilhagel an. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Das sah nach dem Untergang der Stadt aus. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Okay, Baranor und so suchen also den gleichen Häuptling. Hä? Wird mir hier nicht angezeigt, oder was? Aha. Na gut. Dann verlassen wir erstmal diese Höhle hier wieder. Und stellen fest, dass sie schon draußen warten. Geil. Hallo, Boys. Wie geht's euch? Baranor. Ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht. Ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Gut. Besiege Bogenschützen, ohne den Alarm auszulösen. Na, Happy Birthday. Mir Bogenschützen durch Schleichtötung. Ja, das werden wir versuchen. Ich wünschte, ich wäre bei den Belagerungsbestien. Aber ich will die Felsen fliegen sehen. Das muss herrlich sein. Man soll Wasser auf den Bettstein geben, wenn man eine Klinge schärft. Dann wird sie schärfer. Warum sollte ich das wollen? Meine Klinge soll schön stumpf sein, damit die Bleichau den Stich auch spürt. Ja. Du hast recht. Oh, was war ich dumm. Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Kriegen wir den da einfach weg? Um die Belagerung zu brechen. Unsere besten Kämpfer greifen mit gewaltiger Kraft den rechten Punkt an. Der Häuptling hat einen guten Plan. Nichts kann uns aufhalten. Bald werden wir im Blut der Bleichhäute baden. So, wir versuchen mal alle 10 durch Schleichtötung zu killen. Hab lange nicht mehr so viel Atem in allen.
sollte an sich, wenn wir uns nicht allzu doof anstellen, nicht unbedingt das Problem werden. Was pisst er hier echt gerade runter? Ein Elb ist so viel wert wie 3 Schützen aus Gondor. Was? Nur 3? Wollen wir mal ein bisschen Krach machen? Zack, der nächste. Und noch einer. Ich unterschätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. Sie die Ghoul-Eier nicht zerstören. So, um die anzulocken. Nee, anlocken wollen wir sie ja nicht, ne? Na. Könnten auch selbst den Alarm aktivieren und die anlocken, das ist ja auch faszinierend. Aber das wollen wir ja nicht, ne? Na komm, lass los hier. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. Okay. Na dann. Hoch hier. Geben wir Baranors Trupp das Zeichen. Okay. Kommt heran, Gondoraner! Krug der Herzlose. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setzt sie in Flammen! Ja. Für Gondor! Es ist Zeit für den Angriff. Okay, Moment. Ich will jetzt erstmal ganz kurz gucken, gegen wen wir hier gerade kämpfen. Wir kämpfen nämlich gegen den hier, Krug der Herzlose. Leichtes Ziel, anfällig für Fernkampfangriffe, anfällig für Hinrichtungen, Schleichen, Bestienfutter. Ah, nice. Ja. Getötet hat. Hast du recht? Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Heute fließt das Blut der Menschen. Und deins trinke ich zuerst. Bezweifle ich, aber ganz stark. Buja. Schön durchs Auge durch, Alter. Ich denke, wir sind quitt. Das war schon. Jagd. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Ich hätte vielleicht doch erst die Hauptmänner statt den Häuptling töten sollen. Notarion. Konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich. Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Könnte. Muss aber nicht.
Sehr nice. Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. Ja, sehr schade, dass die anderen Hauptmänner nicht von uns getötet wurden. Ih, Ghule, geht weg. Ich will keine Ghule. Das wirft euch. Du bist mein. Ja. Nice. Gut, der Kollege hier ist schon mal tot. Ich würde euch ja gerne hier Todesdrohungen aussprechen. Aber habe ich bis jetzt nur in dem, ne? Und irgendwie habe ich auch das Bedürfnis, den hier zu killen. Warnung, damit wird dein momentan aktive und noch nicht erfüllte Todesdrohung aufgegeben. Achso, abbrechen. Kann man nur eine Todesdrohung aussprechen? Schade. Ich habe gehofft, ich kann mehrere Todesdrohungen gleichzeitig aussprechen. Lass mich in Ruhe. Ich will gerade nicht mit euch kämpfen. Ich will jetzt mal gucken, wie es hier missionsmäßig aussieht. Okay, hier hat sich nicht viel getan. Das Ding hier ist neu. Tor des Verräters. Minas Ithil steht kurz vor dem Fall. Kankra kann vielleicht helfen. Drum, welchen Preis? Okay. Abwehr aus Belagerungsbestien. Locke hervor, indem du... Okay. Eigentlich müssten wir jetzt mal in die Richtung hier langlaufen, ne? Hier die Außenposten. Ja. Gehen wir mal in die Richtung. Frechheit. Hat er mich da einfach runtergeschmissen? Gibt's ja wohl nicht. Ih, Karagor. Wo kommt der denn her? Ne, das war der Falsche. Den da wollte ich haben. Meinst du nicht, dass ich alles blocken kann? Menschenabschaum! So, du willst mich also tot sehen. Nun, ich war noch nie besonders geduldig. Na los, versuch es ruhig. Bubal. Wer bist du denn? Bist du ein Häuptling? Anfällig für Gift und für Feuer? Naja, ist doch super. Weißt du, was wir da nämlich machen? Aua. Alter, wie viel ist denn hier gerade los? Aua. Aua, aua, aua. Das sind mir gerade ein paar zu viele. Vergiftet ist er schon mal. Jetzt muss er nur noch in Flammen gesetzt werden. Alter. Sind das hier viele? Ich glaube, ich sterbe gerade. Oh nein. Er ist durch Gift gestorben. Okay. Das war der Kollege, gegen den wir die Todesdrohung ausgesprochen hatten, oder was? Ja, nice.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich gleich mal... Der hatte sogar eine Doppelbelohnung oder was? So, jetzt zeig mal ganz kurz her hier bitte. Tatsache, das war der, gegen den wir die Todesdrohung ausgesprochen hatten. Ja, nice. So, als nächstes Krosch der Erschöpfte kämpft gegen Gash der Teuflische. Ob ich beide töten kann? Wäre ja ganz nice. Probieren wir es einfach, ne? Und wir haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Und zwar könnten wir Reittier rufen drücke, um einen beherrschten Karagor herbeizurufen und ihm zu befehlen, anvisierte Feinde anzugreifen. Lol. Nice. Aber Dolchhagel brauchen wir erstmal. Halt, drücke LT, um schnell einen Dolch zu werfen, der Schaden verursacht. Ja. Oder warte mal, können wir hier nicht noch perfekte Konter verbessern? Du hältst durch jeden Konter Macht. Ja, das ist genau das Richtige, was wir brauchen. Erfolgreiche bringen deutlich mehr Macht ein. Macht wird vollständig zurückgesetzt, wenn du Schaden erleidest. Jede Tötung, während der du unentdeckt bleibst. Das ist eigentlich super. Aber erstmal will ich das hier haben. Genau. Und was haben wir hier? Okay, schnelles Werfen setzt alle... Verfluchtes Ziel? Triff einen brennenden Feind mit einem Schnellwurf. Triff einen fliehenden Feind. Finde ich das Ding fast geiler. Dieses im Brand setzen gefällt mir echt gut. Fernkampfschaden gegen brennende Feinde. Ach, Menno. Der ist zwar schön, der Bogen, aber der ist leider nicht so schön. Das Ding ist aber schön. Warte mal. Prakt der Meuchler. 17% Chance, dass ein kritischer Treffer Feinde im Brand setzt. Töte einen Feind, während du vergiftet bist. What? Kein Schaden durch Gift. 17% Chance, dass ein kritischer Treffer Fluch anwendet. Den finde ich gar nicht mal schlecht, ne? Aber für die Bonusaufgabe... Ah, der hat auf jeden Fall beide Fähigkeiten. Der hat auch die Chance, hier Feinde im Brand zu setzen, ne? Nee, dass ein kritischer Treffer Fluch anwendet. Feind in Brand setzen. Fluch anwenden. Kein Schaden durch Gift. Ja, ich bleib bei dem einfach mal. Alter, wir sammeln von diesen Münzen aber doch schon ganz schön viele, ne? Müsste man eigentlich mal gucken. Von den Münzen könnte man sich hier auf dem Markt nämlich Ausrüstung kaufen. Okay, das gibt's alles nur mit Gold, aber das hier gibt's mit Silber. Enthält zwei Ausrüstungsgegenstände. Das hier enthält zwei Ausrüstungsgegenstände, mindestens eine Art... Ach, das ist doch hier diese Silbertruhe, genau. Auch Gefolgsleute, Verbrauchsgegenstände. Nee, wollen wir nicht. Aha. Wollen wir uns mal hier so eine Silberbeutekiste holen?
Interessiert mich ja dann doch mal, was man da so bekommt. Wow. Oh ja, doch. Gar nicht mal so schlecht. Ist der Chance vollständig wieder her? Na gut, braucht man eigentlich nicht. Stellt bei ihm kritischen Treffer Gesundheit wieder her. Ich sag mal, schlecht sind die Dinger jetzt auch nicht, ne? Genauso wie hier so ein Wurfhammer. Und Dolch. Na komm, zwei Stück kaufen wir noch. Was? Eins, fünf? Nein, zwei. So. Gucken wir da gleich nochmal rein und dann entscheiden wir, was wir davon ausrüsten. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt nämlich hier jede Menge. Einmal die Stufe 11 Waffe hier, die kann direkt weg. Und dann können wir hier mal gucken. Das Ding macht ein bisschen weniger Angriffsschaden. Aber... stellt Gesundheit bei Treffer wieder her, stellt Gesundheit, macht vollständig wieder her. Finde ich jetzt gar nicht so gut. Also ich finde die wir da haben, ist schon ziemlich geil. Also kann die eigentlich wieder weg. So, dolchmäßig. Oha. Die sind auf jeden Fall beide schon mal sehr viel stärker. Achso, Treffer im brennenden Feind haben wir ebenfalls noch nicht erreicht. Aussehensmäßig. Wow. Ist das Ding heftig. Ich führe einen Terrorisierenangriff aus. Stellt pro Terrorisierentötung 4 Elbengeschoss wieder her. Um 18% erhöhter Schleichschaden bei voller Gesundheit. Das ist gegen Hauptmänner eigentlich schon ziemlich gut. Und auch schnell zu erreichen. Nehmen wir mal den und dann können wir den 10er hier eigentlich verkaufen. Ich sage mal, vom Optischen ist der natürlich viel geiler. Aber wir behalten den hier fürs Erste. Okay. Stellt pro Fernkampftreffer 7 Gesundheit wieder her. Hammer. Aufgeladene Würfe fügen Feinden beim Aufprall Schaden zu. Nö. Da bleiben wir bei unserem dollen Bogen. Da haben wir hier noch. Sag mal, das Ding brauchen wir nicht. Da ist jetzt halt echt die Frage. Kein Schaden durch Gift. Chance, dass 17% Chance, dass ein kritischer Treffer Fluch anwendet. Aber ich finde Feuer besser, ne? Numeneron-Rüstung, Bubul-Ghul-Jäger. Sieht schon geil aus. Aber unsere sieht natürlich auch richtig fett aus, die wir da anhaben. 11 Schleichen, beides 11 Schleichen. 50% mehr Schaden von verbündeten Bestien, 50% Schaden. Haben wir da zweimal den gleichen? Nö. Maronk der Schreckliche und einmal Tukok der Wächter. Hm. Weg damit. Ah, hier bin ich echt am Überlegen, den zu nehmen. 50% mehr Schaden von verbündeten Bestien. Töte einen Feind vom Rücken eines Reittiers aus. Das werden wir auch sicherlich nochmal machen. Aber damit steigt unser Schleichen. Und Aussehen tut er auch nicht schlecht, ne? Ja. Das passt erstmal. Was ist denn mit der Grafik gerade passiert? So, Duell. Machen wir in der nächsten Folge. Ja. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.